Salut und willkommen bei Kiss My Wheels. Kiss My Wheels. Wie Sie es wissen, wir wählen für Sie die besten Elektroscooter aus. Heute werde ich Ihnen der Apollo City Pro Swiss Edition vorstellen, die straßenzulässige Version für uns in der Schweiz. Wir teilen die technischen Eigenschaften, Benutzeranleitung, Zubehör und Wartung. Erstmal die technischen Eigenschaften von der neuen City Pro. Es ist die 2024 Version Swiss Edition, weil gedrosselt, hat vorne und hinten 250 Watt Motoren, hat zwei Motoren und fährt maximal 22 km/h. Wir können es natürlich auch entdrosseln, ist dann aber nicht mehr straßenzulässig, fährt in dem Fall 50 km/h ungefähr. Und dann haben die Motoren je Motor 500 Watt, heißt Nominal Power 1000 Watt. Der Scooter hat vorne und hinten Federung, hat vorne und hinten Blinker, sind hinten, vorne direkt auf der Seite vom Tragegriff und ist sehr einfach zu benutzen, das erkläre ich Ihnen gleich. Benutzeranleitung, Display ist sehr gut gemacht. Apollo hat eine App, da können Sie sehr viel machen. So sieht der Lenker vom Apollo City Pro. Oben Startknopf, da habe ich die Geschwindigkeit, Kilometerstand, Akku, Leistung. Und wenn ich hier oben einmal drücke, habe ich Eco-Modus oder Sport-Modus in Rot. Gas, Hebel, Brems mit Regeneration. Glocke hier oben. Die Trommelbremsen links, rechts. Und wenn ich hier drücke, starte ich Blinker, zum Beispiel rechts. Er blinkt hier. Und hinten ist direkt im Trittbrett integriert. Ist sehr schön. Die Reichweite vom Apollo City Pro ist 70 km/h. Batterie hat 48 Volt, 21 Ampere und Ladebuchse kommt hier direkt rein. Ladegerät ist natürlich dabei beim Scooter. Vorne und hinten hat er Luftreifen, das sind 10 Zoll Reifen, ganz groß und extra breit, also 10x3 und sind tubeless ohne Schlauch, aber schon mit Luft, das heißt, Sie müssen Luft kontrollieren, jede Woche 3,5 bar. Und sonst, Klappmechanismus, da ist es ganz einfach zusammenzuklappen. Zack, ist schon gemacht. Und sonst, wenn wir es zusammenklappen, hat es hier einen Haken. Das kommt hier direkt rein. Der Tragegriff hat da hinten. Er wiegt 29 Kilo und hat auch wichtig Gas-Rekuperation. Das heißt, wenn Sie bremsen, dann wird die Batterie gleichzeitig aufgeladen. Also Wartung, das Scooter ist ganz einfach, braucht sehr wenig Wartung. Eigentlich hat er vorne und hinten Trommelbremsen und nicht Scheibenbremsen. Das braucht viel weniger Wartung, weil die Bremsen sind direkt in den Felgen integriert. Sonst hat der Scooter kein Kabel, außer die Bremskabeln vorne, sonst nicht. Das heißt, weniger Gefahr, ein Kabel zu beschädigen oder zu schneiden. Und sehr wichtig, also Luftdruck habe ich Ihnen schon gesagt und die Batterie, am liebsten immer so voll wie möglich aufladen. Das heißt, wenn Sie auch nur 20 Minuten gefahren sind, dann ist es immer besser, am Abend eine Stunde oder so das Scooter laden zu lassen. Ein paar Zubehör zeige ich Ihnen gleich. Im Lieferumfang bekommen Sie, das ist ganz wichtig, ein Handyhalter ist dabei im Karton. Das Ladegerät, Benutzeranleitung und das ist alles, ja, genau. Also das ist alles dabei im Karton und was wir sehr oft als Zubehör noch verkaufen, sind Elektropumpen. Das funktioniert mit Lithium-Akku, ist ganz leicht, können Sie zu Hause oder im Rucksack immer haben
und damit jede Woche Luft kontrollieren vorne und hinten, 3,5 bar, sehr sehr wichtig. Ich hoffe, dass dieses Unboxing Ihnen gefällt hat. Das Scooter können Sie auch natürlich im Laden bei uns ohne Termin probefahren, einfach vorbeikommen. Falls Sie Fragen haben, finden Sie auf der Website kismaris.ch viel mehr Informationen, oder Sie können uns natürlich per WhatsApp, Handy, E-Mail, Facebook, Instagram uns kontaktieren, jederzeit. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao.